Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Geschwätzblitz. Mein Name ist Nicolas Lubbe und ich werde heute versuchen, meine Partie zu blitzen und dabei euch meine Ideen, Gedanken, Pläne zum Besten zu geben. Ja, gehen wir direkt in die Playzone und suchen mal einen Gegner raus. Mal schauen, sind schon viele Leute online. Da sollte die Suche auch nicht allzu lange dauern. Und es geht auch schon los. Ja, schauen wir mal. Beginnen wir einfach mal mit irgendwas. D4 gegen Steffi Dead aus Belarus. Ah, okay. Ja, Springer C3 ist jetzt, Theorie ist jetzt gerade mal nicht so wichtig. Okay, Zugumstellung zum Franzosen. Und abtauschen. Na, bisschen langweilig. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Öffnungstechnisch bin ich jetzt nicht das größte Genie, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber es kommt ja auf irgendwelche Pläne an. Mein jetziger Plan erstmal entwickeln. Läufer E7 wieder zurück. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber okay. So, ich versuche jetzt langfristig irgendwann mal Richtung Königsflügel zu gehen. Erstmal noch Turm in die Mitte. Springer F6 war mir schon fast klar, dass der kommt. Wenn jetzt ein Abtausch kommt auf E4, gut, dann tausche ich halt raus. Dann versuche ich mit dem Springer mit dem übrig bleibenden Springer auf E5 gegen den Läufer auf E7 zu spielen und dann versuchen, dass meine Leichtfigur besser ist als seine. Okay, das klappt jetzt irgendwie nicht so ganz. Dann tausche ich jetzt mal die Leichtfiguren. Und hoffe, dass er nicht auch noch den Springer auf E5 tauscht. Sollte er das doch machen, dann versuche ich einfach mit schnellem Spiel auf der D-Linie einen kleinen Vorteil zu erlangen. Mal gucken, was er macht. Ich befürchte schon leider, dass er, habe ich mir schon fast gedacht, dass er da auch noch raustauscht. Naja, aber das muss ja jetzt noch nichts Großes heißen. Ist jetzt die Frage, tauschen wir ab oder nicht? Ich würde es jetzt vorziehen, nicht mehr allzu viel Material zu tauschen. Mal gucken. Gehen wir doch einfach mal nach B7 rein. Warum nicht? Greift den A7 an, stört ihn ein bisschen. Außerdem geht es auch immer auf Zeit. So eine komischen Züge, da muss er natürlich erstmal drüber nachdenken. Okay, wieder ein bisschen raus. Das war vielleicht ein bisschen zu weit rein. Ja, mal gucken, wie viel er jetzt abtauschen wird. Ich sollte mir im nächsten Zug mal mit, ja, vielleicht H3 ein Schlupfloch für den König schaffen. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ja, hat sich jetzt leider ein bisschen viel Material getauscht. Habe ich jetzt eigentlich nicht so gerne. Aber wenigstens ein bisschen Zeitvorteil. Ja, das hätte ich auch schon mal. So eine Züge kann man eigentlich pre-move schon mal vorbereiten. Okay, was wird das jetzt? Ja, dann nehme ich doch den Bauern einfach mal raus. Ja, die Partie ist halt, egal wie viel Material abgetauscht wurde, ist halt erst, ja, Remis, wenn König gegen König ist, ne? Bis dahin kann jeder schön viel einstellen. Also, habe ich zumindest gerne, wenn es meine Gegner sind, die was einstellen. So, jetzt habe ich natürlich auch mit dem Damentausch gar kein Problem mehr. Das Turmendspiel sollte relativ leicht gewonnen sein. Ich habe jetzt die einzig offene Linie unter Kontrolle, die D-Linie. Habe mehr Zeit. Das sollte eigentlich bequem sein. Ich werde jetzt trotzdem mal H3 einschieben, einfach mal zur Vorsicht. Dass ich da bloß nicht auf der Grundreihe überrascht werde. Ja, jetzt mal gucken, gehe ich mal wieder rein. Droh mal einen Damenabtausch an, denn ich denke eigentlich, das Turmendspiel sollte sehr leicht gewonnen sein, da ich, wenn ich keinen B- oder C-Bauern einstelle, ich gehe mit dem König rüber. Jetzt geht er mit der Dame, auch okay. Ich decke den C-Bauern und dann werde ich im nächsten einfach mal anfangen, den B-Bauern vorzuschieben. Mal gucken, was er so macht. Ja, gut, das war klar, er greift jetzt erstmal Bauern an. Ich kann jetzt aber beruhigt den Turm von D1 wegziehen, auch ruhig nach D3.
weil er ja kein Matt mehr droht auf der ersten, auf der Grundreihe. Ja gut, er zieht jetzt so ein bisschen rum, will Schach geben, aber ich habe ja jetzt auch keine große Eile, die Bauern sehr schnell vorzuziehen. Ja, was soll's, soll er auf die Grundreihe kommen? Ich mache mir mit G3 mal noch ein zusätzliches Feld, wo ich hingehen kann. Und ja, das ist jetzt natürlich, das wäre nervig. Deswegen drohe ich den Damenabtausch an und gehe dann doch wieder zurück auf die Grundreihe, damit er nicht mit seinem Turm auf A1 am Ende noch irgendein lästiges Schach hat. So, jetzt gehen wir aber doch mal mit den Bauern vor. Und dann sind seine Möglichkeiten aber auch bald mal begrenzt. Noch 4 Sekunden. Ja, jetzt sollte die Partie soweit eigentlich geritzt sein. Ja, und dann ist die Zeit auch schon vorbei. Ja, wie ihr gesehen habt, die Eröffnung nicht ganz so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Leider etwas viele Figuren getauscht. Aber was man sehen konnte, also egal wie viel schon getauscht wurde, egal wie langweilig eine Partie aussehen mag, es ist immer noch genug Fehlerpotenzial da. Bleibt am Ball, ja, stellt Drohung auf, versucht einfach hier zu nerven, da zu nerven. Und irgendwann kann man einfach nicht mehr alles überblicken. Und wenn der Fehler kommt, dann kann man jede Stellung noch gewinnen. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch an dieser relativ langweiligen Partie etwas Spaß. Würde mich freuen, wenn ich euch mal in der Playzone begegne. Und dann können wir auch mal eine spielen. Bis dann.